In Cottbus fing das neue Jahr an wie das alte. Wie gestern gemeldet, blieb auch diese Silvesternacht nicht ruhig. Wieder soll es Gewalt gegeben haben zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Diesmal geht es um zwei Fälle, unter anderem einer am Stadtbrunnen, um den es ganz besonders Diskussionen gab, weil die Stadt sie zusätzlich befeuert hat durch ihre drastischen Worte. Philipp Manske. Spurensuche in der Cottbusser Innenstadt. Polizeibeamte durchkämmen den Bereich um den Stadtbrunnen nach Hinweisen. Am Neujahrsmorgen wird hier ein Mann niedergestochen, der Auslöser wohl ein Streit. Das Opfer, ein 28-jähriger Deutscher, der oder die Täter laut Polizei angeblich Ausländer. Stützt sich darauf, dass wir aus dieser besagten Tatzeit einen Zeugen haben, der angegeben hat, dass es sich hierbei um einen südländisch aussehenden Mann handelt. Nur eine Zeugenaussage und vieles ist noch unklar. Umso überraschender erscheint deshalb die deutliche Stellungnahme der Stadt Cottbus zur Tat, gestern veröffentlicht auf Facebook. Dort heißt es unter anderem: Sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben. Der Stadtsprecher verteidigt heute seine Worte, obwohl völlig unklar ist, ob ein Flüchtling oder überhaupt ein Ausländer die Tat begangen hat. Das ist durchaus bewusst gewählt. Das sind schärfere Worte für Umstände, die wir aber ohnehin schon seit mehreren Jahren praktizieren, nämlich auf der Basis von Recht und Gesetz zu reagieren, wenn Straffällige überführt werden, wenn sie von einem Gericht verurteilt sind, die entsprechenden juristischen Entscheidungen getroffen sind, dann kann die Ausländerbehörde aktiv werden, so es sich natürlich um Leute mit einem bestimmten Aufenthaltsstatus handelt. In den Kommentaren zur Stellungnahme zeigen sich viele Leute empört. Andere begrüßen die scharfen Worte. Die linke Landtagsabgeordnete Jolige hat die Stadt aufgefordert, das Statement zu löschen. Ehrlich gesagt habe ich zuallererst darüber nachgedacht, ob ich wirklich auf der Seite der Stadt Cottbus bin oder ob ich auf einer rechtsextremen Seite gelandet bin, weil das natürlich ein Jargon ist, den wir ansonsten eher von NPD-Plakaten kennen. Und insofern finde ich das auch ein Stück weit unverantwortlich, was die Stadt da gemacht hat. In den vergangenen Monaten war es in Cottbus ruhig geblieben. Der AfD in Lokalwahlumfragen zuletzt bei 30%, gehen die Aussagen der Stadt noch nicht weit genug. So werden wir die Stadt nicht befrieden. Cottbus ist hochgradig nervös und wir brauchen hier wirklich Taten. Doch dafür wären zunächst Tatsachen hilfreich. Heißt, wer der Täter ist und ob er am Ende Ausländer oder Deutscher ist, das wird die Polizei ermitteln müssen. Das Opfer wird noch im Karl-Thiem-Klinikum behandelt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.